Prochain orateur, Monsieur Glättli. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche hier als Erstes zum Konzept des Bundesrates, gemäß Nachmeldung die Arbeitgeberbeiträge bei der Publika-Pensionskasse des Bundes auszugleichen und aufzustocken. Die SVP lehnt hier das gesamte Konzept ab. Wir folgen der Mehrheit der Finanzkommission und wollen auf die 60 Millionen Franken Einschießung respektive total 150 Millionen Franken verzichten. Wir hätten sehr wohl Verständnis, wenn es sich hier um eine Sanierung der Pensionskasse Publika handelt. Der Grund für diesen Einschuss ist aber eine Senkung des technischen Zinssatzes. Und der technische Zinssatz einer Pensionskasse ist nichts anderes als die zukünftige Renditeerwartung, die man annimmt. Aus unserer Sicht kann es nicht Aufgabe der Steuerzahler sein, hier zukünftige mögliche Einbußen bei den Renditeerträgen zu kompensieren. Die Vorsorgepläne des Bundes sind sehr großzügig. Der Bund zahlt in den meisten Fällen mehr als die Hälfte der, also die Arbeitnehmerbeiträge normalerweise in Unternehmen sind ja 50-50. Der Bund beteiligt sich hier großzügiger bis zu 80% an den Einzahlungen. Bedenken Sie bitte auch, dass das gesamte Lohnsystem des Bundes schon heute sehr attraktiv ist. Die durchschnittlichen Lohnkosten pro Bundesangestellter sind, die Gesamtkosten sind über 163.000 Franken vom einfachen Mitarbeiter bis zum Bundesrat. Also man sieht, das sind sehr hohe Löhne und ich denke, hier muss klar der Riegel geschoben werden. Zweitens kritisieren wir auch, und hier spreche ich jetzt über die Bundeskanzlei, hier geht es um einen relativ kleinen Betrag, trotzdem kritisieren wir hier die 250.000 Franken, die einbezahlt werden sollen für die weitere Entwicklung der elektronischen Abstimmung E-Voting. Über E-Voting hat es bis jetzt keine politische Debatte gegeben in diesem Rat. Die Anpassung des Gesetzes zur politischen Rechte ist erst auf 2020, 2021 vorgesehen. Trotzdem will die Bundeskanzlei bis zu den nächsten Wahlen in 18 Kantonen mehr oder weniger flächendeckend E-Voting einführen. Wir sind der Meinung, dafür darf jetzt kein Geld ausgegeben werden. Hier braucht es einen Marschhalt. Es gibt auch zahlreiche politische Vorstöße zu diesem Thema. Und bevor das nicht behandelt wird, darf hier aus unserer Sicht auch nicht weiter Geld ausgegeben werden. Deshalb werden wir hier diesem Kürzungsantrag zustimmen. Ich danke Ihnen für die Unterstützung.